Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder bei Box2Box bei FUMS mit dabei seid. Und da sind auch schon die ersten Zuschauer. Ich freue mich sehr. Hallo. Wir warten auf unseren heutigen Gesprächsgast. Und solange wir warten, gebe ich euch ein paar kleine Hinweise, falls ihr das in der Story von uns nicht vorhin schon gesehen habt. Es wird heute ein kleines Gespräch mit einer Dame. Sie spielt bei West Ham momentan, hat aber auch schon für den FC Bayern gespielt, für Turbine Potsdam, war natürlich auch Nationalspielerin und sie war im Playboy. So, wenn ihr es jetzt nicht wisst, ich lade sie mal ein, denn ich habe sie nämlich eben schon gesehen. Dann, sobald sie jetzt hier sofort unten erscheint. Und zwar sprechen wir mit. Düm, 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 düm. Verbindung wird hergestellt. Da ist sie. Hallo, grüßt euch. Hi. Mit Julia Simic sprechen Genau, wir. das bin ich. Hi. Ja, wie geht's dir? Schön, dass du dir Zeit nimmst, mit uns Gerne. zu sprechen. Ja, man hat ja viel Zeit. Also ich versuche mich immer eigentlich relativ zu beschäftigen mit vielen verschiedenen Sachen im Moment, einfach weil ich irgendwo hier zu Hause irgendwie feststecke, auch natürlich im Moment. Und am liebsten natürlich nach London zurückreisen würde, um weiter Fußball zu spielen. Hast ja eben schon gesagt, dass ich im Moment bei West Ham spiele. Und in England ist natürlich die aktuelle Situation wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer als hier. Und deswegen ist es auf unvorhersehbare Zeit wahrscheinlich auch erstmal so, dass ich hier bleiben werde und noch ein bisschen Zeit hier habe, eben zu Hause, genau in der Heimat. Ja, du hast gerade gesagt, wir haben alle so viel Zeit, aber du hast eigentlich gar nicht so viel Zeit, denn ich habe Ja, gelesen, stimmt. dass du dir eine Beschäftigung gesucht hast, und zwar, dass du jetzt im Bioladen seit ein paar Wochen Genau. arbeitest. Wie Ich kam wollte schon das? mein Arbeits-T-Shirt anziehen. Nein, ja, komplett spontan. Also, genau, es gab ja auch unter anderem den Spruch, dass ich gesagt hätte, es sei eine Grenzerfahrung. Für mich ist es eigentlich einfach ein komplett neues Gebiet, auf dem ich mich gerade befinde. Und ich habe irgendwie, ja, ich bin jetzt 30, habe irgendwie die letzten 15 Jahre professionell Fußball gespielt, habe zwar studiert und irgendwie auch meine Trainerlizenzen gemacht, aber wirklich mal ganz unabhängig vom Fußball was zu machen oder vom Sport, das ist völlig neu für mich. Deswegen habe ich das eigentlich auch ganz bewusst gemacht, so in der Zeit einfach mal so eine ganz andere Erfahrung irgendwie mitzunehmen. Und wie gesagt, in diesem Bioladen geht es halt auch irgendwie 0,0 um Fußball. Da geht es einfach nur darum, ob die Regale voll sind und dass die Kasse besetzt ist. Und ja, in dem Moment, als ich es gemacht habe, war die Situation auch noch ein bisschen schlimmer als jetzt. Da war dort auch dringender Bedarf eben an Arbeitskräften und dachte ich, okay, dann bewerbe ich mich jetzt einfach mal und schau, was dabei rauskommt. Wenn es jetzt nicht geklappt hätte, wäre es jetzt auch kein Weltuntergang gewesen. Aber erstmal war es, glaube ich, eine Win-Win-Situation, weil ich beschäftigt war und ja, die Ja. Regale voll gemacht werden mussten. Hast du da irgendwie einen Lebenslauf eingereicht und dann stand da halt drin Ja. eigentlich immer nicht FC Bayern Spielerin, West Ham Genau. Nationalspielerin oder Genau, was? eigentlich. Genau, eigentlich konnte ich so meinen Steckbrief kopieren und irgendwie einfügen von irgendwelchen Fußballseiten oder so, weil am Ende habe ich einfach nur meine Station aufgezählt, wo ich Fußball gespielt habe, wo ich bisher gelebt habe und klar, was ich nebenbei studiert habe, eventuell, aber ja, ich glaube, meine Qualifikation reichte dafür aus und ich glaube, am Ende war es gar nicht so wichtig, was genau man da hinschreibt, sondern einfach, dass man Zeit hat und einspringen kann. Und ich war zu der Zeit noch relativ flexibel. Jetzt im Moment ist mein Wochenplan schon ein bisschen vollgepackter. Aber genau, ich konnte halt einfach Schichten übernehmen, die ansonsten ein bisschen leer eben gefegt wurden durch Corona. Und da waren, glaube ich, alle ganz happy erstmal, ja. Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, jetzt ist dein Wochenplan wieder voller. Heißt es, ihr habt jetzt irgendwie doch eine Rückmeldung bekommen, dass ihr möglicherweise bald wieder mit dem Training startet und du musst dich irgendwie fit halten oder hast du andere Termine oder wie sieht das aus? Ja, tatsächlich ist es immer noch relativ ungeklärt. Ich glaube, heute Abend um 7 oder so gibt es mal wieder ein Announcement von der englischen Regierung oder vom Government, wie die nächsten Tage und Wochen aussehen, auch eben mit dem Fußball. Da warten wir mal alle ganz gespannt drauf. Es gibt eigentlich wöchentlich so eine Newsletter bei uns per WhatsApp in der Gruppe, in dem es eigentlich immer heißt, es gibt keine News. Also jeder wartet immer drauf, ob vielleicht doch mal wieder was passiert oder ob es doch wieder irgendwie absehbar ist, aber im Moment ist es nicht so und deswegen versuche ich eigentlich im Moment, ja, ich habe im Moment so Online-Sessions mit jungen Mädels einfach, die auch nicht Fußball spielen können und auch nicht in die Schule gehen können und die sind immer, glaube ich, ganz happy um jede Abwechslung, wo sie ein bisschen Ball am Fuß haben und ein bisschen Fußball
spezifischere Sachen eben machen können. Das ist natürlich auch in gewisser Weise limitiert, was man so online irgendwie sich so ja. Ja, übergeben kann oder was man überbringen kann. Aber genau da habe ich relativ viel zu tun. Bin ein, zwei Mal in der Woche dann irgendwie noch in München, um einen Arzt und Physio zu sehen. Und dann haben wir natürlich auch unsere Workouts von West Ham, die auch knackig sind. Also wir müssen uns ja auch natürlich ein bisschen fit halten für den Tag X, wo es dann vielleicht doch eben wieder weitergeht. Ja, hast du das irgendwie mitbekommen? Jetzt startet ja logischerweise, das hast du auf jeden Fall mitbekommen, die Bundesliga wieder hier in Deutschland. Inwiefern da England und auch die Frauenliga bei euch irgendwie drauf guckt, inwiefern das funktioniert, gut funktioniert, dass man dann irgendwie das als Vorbild nimmt? Oder? Ja, ich glaube, die ganze Welt schaut eigentlich gerade so ein bisschen nach Deutschland, also die ganze Fußballwelt. In Frankreich wurde ja die Liga abgesagt, in ein paar anderen Ländern ist es ja auch noch irgendwie ganz kurz davor. Und in England ist es ja das Fußballland schlechthin sozusagen, die, glaube ich, wirklich noch mehr vielleicht in Kauf nehmen würden als hier in Deutschland, weil einfach alle sich nach Fußball sehnen. Aber da ist es halt, glaube ich, noch so weit entfernt von überhaupt möglichen Szenarien, dass es bald weitergeht. Und deswegen, so was ich auch von meinem Team, also von den Mädels irgendwie mitbekommen oder auch von Trainer, Staff, anderen Leuten aus dem Fußball in England, die sind alle ganz, ganz, ja, irgendwie haben alle viel Respekt davor, wie Deutschland sozusagen die Situation regelt, auch wenn man hier ist, eigentlich nicht so das Gefühl hat, dass alles so perfekt läuft und dass weil immer wieder was passiert, ne? Wo man dann denkt, oh. Ja, genau, man wartet ja auch irgendwie ein bisschen drauf, hey, wie klappt es jetzt? Und da, glaube ich, ist jetzt schon so eine Situation, hey, das kann jetzt klappen und hoffentlich, toi, 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 passiert nichts, also im Sinne von irgendwelchen neuen Ansteckungen dann während des Spielbetriebs, aber auch, ja, wie hält man die Regeln ein? Da gibt es ja jetzt auch schon ein paar Negativfälle kürzlich und dann doch wieder ein paar positive Fälle, auch die, wo dann wieder eine ganze Mannschaft in Quarantäne muss. Deswegen, es wird spannend. Ich glaube, es ist auch noch nicht 100% gesichert, dass das alles klappt, aber erstmal ist, glaube ich, echt so ein Testdurchlauf, der hoffentlich ganz gut gelingt. Ja, wie sieht es für dich aus? Du hattest ja in deiner ganzen Karriere relativ viele und auch schwere Verletzungen. Ich glaube, zweimal das Kreuzband gerissen, hast dich aber immer wieder rangekämpft. Nichtsdestotrotz habe ich gelesen, dass du schon mit dem Gedanken spielst, demnächst tatsächlich die Karriere zu beenden. Dementsprechend, wie möchtest du sie beenden? Ja, wahrscheinlich irgendwie nochmal spielen und einen schönen Abschluss finden, oder? Und dann nicht irgendwie so ein bisschen ja einfach so in die Fußballrente entlassen werden, oder? Ja, genau. Ja, genau, ich will auch nicht, dass Corona meine Karriere beendet in dem Sinne. Also es wäre schon nochmal schön, also je nachdem, was jetzt dann im Sommer auch wirklich passiert, ist ja noch nicht hundertprozentig entschieden, aber es wäre dann schon schön, wie gesagt, jetzt sollte es der Fall sein, dass es dann irgendwie Ende der Saison vorbei ist, dass man dann irgendwie nicht mit Corona aufhört, sondern nochmal ein paar Spiele gemacht hat, auch mit dem Wissen, hey, das sind jetzt die letzten Spiele oder das ist dann das letzte Spiel, dass man das dann irgendwie nochmal anders für sich auch ja abschließen kann, das ganze Kapitel. Das ist ja auch irgendwie jetzt 16, 15 Jahre alt sozusagen, meine Fußballkarriere, und das wäre dann schon schön, wenn man dann irgendwie einen guten Abschluss noch findet, und deswegen hoffe ich natürlich, ohne das irgendwie, ja, ohne irgendwie den Blickwinkel zu verlieren, den richtigen, dass es irgendwo dann doch nochmal weitergeht, auch in England mit dem Frauenfußball, und dass man die Saison irgendwie vernünftig zu Ende spielen kann, ohne einfach zu sagen, hey, das war's jetzt und wir fangen dann irgendwann im September wieder an mit der neuen Saison. Ja, aber würdest du im September nochmal dann irgendwie versuchen, dich ranzukämpfen und dann irgendwie, um dann nochmal spielen zu können? Oder würdest du dann sagen, tatsächlich, dann ist es halt, wie es ist? Oder? Also es kommt ein bisschen auf die Vertragssituation an. Also tatsächlich, wenn es jetzt so ist, dass die Saison vorbei ist und ich dann die Entscheidung fasse, irgendwie aufzuhören, dann glaube ich, ist es schon ganz gut, wenn man dann auch einen harten Cut macht und sagt, hey, das war's jetzt, und da hält man sich dann nicht so irgendwie, klar, muss man sich irgendwie mithalten, ich will jetzt auch nicht kugelrund werden in 3 Monaten oder so, aber wahrscheinlich mit anderen Dingen, als wenn ich jetzt wirklich tagtäglich irgendwie mein Workout mache, um, keine Ahnung, in 3 Wochen Fußball spielen zu können. Aber klar, wenn es irgendwie eine Aussicht auf ein Abschiedsspiel geben sollte, dann würde ich das natürlich 100% angehen und Vollgas geben in meinen Workouts at home. Ja. Ich habe gelesen oder bei uns in der ARD-Doku gesehen, dass Imke Wibbenhorst, um mal ein bisschen das Thema zu wechseln, die war bei euch Trainerpraktikantin sozusagen. Ja. Und die hat ja jetzt auch vor ein paar Wochen als Trainerin Lotte übernommen, also einen richtigen Männerverein. Ja. Du hast auch gesagt, du hast eine Trainerlizenz. Kannst du dir das irgendwie vorstellen, dann irgendwie auch vielleicht mal so wie sie so ein Praktikum zu machen und dann Trainerin zu werden? Oder wie stellst du dir deine Karriere nach der aktiven Zeit vor? Ja, also tatsächlich
tatsächlich ja. Also ich würde auch ganz gerne irgendwie auf dem Fußballplatz bleiben und klar, am liebsten im Fußball und natürlich im Sport auch im weiteren Sinne. Und wenn ich es mir heute aussuchen könnte, stand jetzt, ich höre im September oder im Juli auf mit Fußball und dann würde ich natürlich gerne nahtlos auch in den Trainerjob übergehen und mache daher, aktuell mache ich auch eine Trainerausbildung in England gerade noch, einfach auch, weil mich das Thema in England weiterreizt zu bleiben. Also ich finde London halt auch irgendwie cool und kann mir auch vorstellen, da noch ja, ein paar Jährchen sozusagen zu leben, auch unabhängig vom Fußball selbst oder beziehungsweise unabhängig von mir als aktiver Spielerin, weil im Fußball würde ich, wie gesagt, schon gern bleiben. Und ja, Imke war eben vor kurzem bei uns. Das war ganz witzig, weil wir hatten uns vorher in Deutschland mal getroffen und da hat sie gemeint, dass sie eben mit dem gerne irgendwie in England auch mal ein Praktikum machen würde oder da gerne mal hospitiert, nachdem sie bei Julian Nagelsmann, glaube ich, lang war in Leipzig und bei anderen Trainerkollegen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, im Männerverein wird schwer, also bei unserer Männerabteilung, aber ich kann dir hundertprozentig sagen, bei uns kannst du immer vorbeischauen, weil wir, wie gesagt, sehr familiär auch dort miteinander umgehen alle und es ist immer. Ja, nicht Tag der offenen Tür, aber da können schon immer Leute auch mal reinschnuppern und vorbeischauen. Und dann hat sie das gemacht und wahrgenommen. Und ich glaube, es hat ihr auch richtig gut gefallen, hat gleich eben Fernsehteam mitgebracht. Und umso besser jetzt für sie, dass es so schnell geklappt hat, weil ich wusste auch, dass sie eben unbedingt in den Männerfußball am liebsten würde und am liebsten direkt eine Champions League-Mannschaft am liebsten übernehmen. Aber ich glaube, dass jetzt für den ersten Schritt es auf jeden Fall spannend wird, wie sie angenommen wird, wie sie es auch macht. Ich glaube, sie will auch am liebsten direkt starten. Klar, Corona macht ihr auch da wieder ein bisschen Strich durch die Rechnung, aber das wird auf jeden Fall spannend. Ich sage jetzt für mich direkt im Männerfußball, ich glaube, ich finde meinen Weg ganz gern über den Jugendfußball erstmal und dann eventuell Frauenbereich. Vielleicht ergibt sich auch wer weiß, wie wir in 5, 6, 7 oder 8, 9, 10 Jahren stehen, auch mit Frauen im Fußball als Trainerin. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber ich glaube, viel wird jetzt auch davon abhängen, wie sich die Imke schlägt, ja. Wahrscheinlich, ne? Also sie hat ja Genau. schon mit ein paar Sprüchen damals bei Kloppenburg, glaube ich, quasi ja davor, hat sie ja schon für Aufregung oder für Aufsehen erregend zumindest gesorgt. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, so ein bisschen dieses Männer- und Frauenfußball, das ist ja immer irgendwie ein leidiges Thema. Ich glaube vor allem auch für euch Spielerinnen, oder? Dass da immer ja so eine Diskussion vielleicht ist oder dass ihr euch immer so ein bisschen euren Sport so ein bisschen verteidigen müsst, habe ich so das Gefühl, Ja. oder? Wie du das? Ja, 100%. Also ich glaube, das ist auch nach wie vor der Fall. Also viele sagen immer, Frauenfußball ist jetzt akzeptiert und eine Institution, die man so nicht mehr wegdenken kann. Und das ist es vielleicht auch. Also man kann jetzt nicht den kompletten Frauenfußball mehr ausradieren, sozusagen. Das will ja jetzt auch keiner. Aber es ist, glaube ich, immer noch ja, kämpfen um ein gewisses Standing, also um auch irgendwie eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und da, klar, da wird dann immer noch oft der Vergleich zwischen Männer- und Frauenfußball gemacht, auch jetzt, wenn ich zum Beispiel diesen Spruch gesagt habe, irgendwie im Bioladen zu arbeiten, ist jetzt auch für mich eine Grenzerfahrung, dann hieß es auch direkt ja. Und dann beschweren sich die Frauen immer, dass sie nicht genug Geld verdienen. Und das ging in eine ganz falsche Richtung, weil nach wie vor ist der Frauenfußball nicht professionell hier in Deutschland. Also es gibt, wie gesagt, 3, 4 Vereine, die professionell arbeiten und auch die ein professionelles Umfeld haben. Aber ich glaube, dieser Ruf nach Gleichstellung, der ist auch völlig fehlinterpretiert. Also ich glaube, keine Frau oder keine Spielerin, sage ich jetzt mal so, fordert irgendwie ein gleiches Gehalt wie ein, keine Ahnung, Thomas Müller bei Bayern oder so. Weil wir alle wissen, Gleiche wirklich. Anerkennung würde schon reichen Richtig. wahrscheinlich. Es Oder gibt ja, ja gar nicht reicht vielleicht, oder? genau, Also, es gibt. wie habe ich das? Also, Beispiel ist für mich immer so 100-Meter-Finale beim Leichtathletik zum Beispiel oder Kugelstoßen oder Speerwerfen. Da macht auch kein Mensch einen Unterschied zwischen dem 100-Meter-Finale der Männer und dem 100-Meter-Finale der Frau. Und wenn da die Frau irgendwie gewinnt, dann ist es genauso gleichwertig, wie wenn eben der Mann sein 100 Meter. Da ist überhaupt kein Vergleich von wegen, oh ja, die ist ja eine Sekunde langsamer oder. Genau. Also Ja, das. ich glaube auch, es geht vielen Mädels einfach oder uns im Frauenfußball einfach mehr um Anerkennung im Sinne von, keine Ahnung, Infrastruktur und so weiter, dass man eben beispielsweise habe ich bei Freiburg gespielt, bevor ich zu West Ham gegangen bin und da war es auch eher so, dass die Frauenabteilung komplett ausgegliedert war aus dem Gesamtverein oder aus dem Männerverein und da hat man auf unterschiedlichen Plätzen trainiert und da ist man zu unterschiedlichen Veranstaltungen gegangen. Und das ist eben zum Beispiel das Coole in England. Wir trainieren bei West Ham einfach auf dem gleichen Trainingsgelände wie Männer und wir benutzen die gleichen Plätze, wir benutzen das gleiche Gym, wir können die gleichen Physios und Ärzte teilweise benutzen. Und da ist es auch nicht auf ein gleichgestellt, sage ich jetzt mal. Die Männer haben natürlich irgendwie Vorrecht auf, ja, jetzt bin ich wieder da,
Vorrecht und das ist auch in Ordnung, weil im Prinzip sind diejenigen, die wirtschaftlich das ganze Ding irgendwie am Leben erhalten. Aber ich glaube schon, dass man da noch auch in Deutschland irgendwie ein paar Strukturen verbessern kann. Einfach was banalstes Beispiel, wenn es im Winter so viel schneit und man hat einfach irgendwo keine Möglichkeit, eher zu trainieren oder spielen, dass man einfach vielleicht auf einen beheizten Rasenplatz der Männer auch mal darf. Oder dass man irgendwie, ja, mal das Gym benutzen kann oder eben das Fitnessstudio oder solche Sachen, die im Frauenfußball völlig, teilweise gehen Mädels immer noch in externe Fitnessstudios, weil es im Verein eben nichts gibt, was sie benutzen können. Und es sind aber millionenschwere Vereine, die eigentlich alles da hätten, die Frauen nur leider keinen Zugriff drauf bekommen. Und das finde ich immer so ein bisschen, wie akzeptiert ist es dann wirklich eigentlich am Ende des Tages? Ja, was mich mal tatsächlich interessieren würde, du hast selber für die Frauennationalmannschaft gespielt, inzwischen nicht mehr. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt WM ist, wie fieberst du mit? Einmal bei der Frauenweltmeisterschaft und bei der Männerweltmeisterschaft. Also die Frauen, die kennst du natürlich irgendwie teilweise alle, hast selber da gespielt. Nichtsdestotrotz, dann sind wir wieder bei diesem Vergleich. Wenn Männer-WM ist, dann flippt das ganze Land aus. Jeder ist auf einmal Bundestrainer. Man fühlt sich total irgendwie dieser Mannschaft hingezogen, sage ich mal. Wie ist es bei dir? Wie ist da bei dir die Emotion so verteilt? Auch unterschiedlich, muss ich sagen. Aber eher so hinter oder mit dem Hintergedanken, dass wenn eine Männer-WM bin ich natürlich auch Fan. Also dann hoffe ich einfach, dass Deutschland irgendwie so weit wie möglich kommt und macht Public Viewing und das Ganze drumherum nehme ich irgendwie auch voll mit. Wenn Frauen-WM ist, dann ist natürlich eher so, dass ich einfach auch hoffe, dass sich die Frauen so weit wie möglich im Turnier durchschlagen, einfach um immer, die deutsche Nationalmannschaft ist ja schon irgendwo das Zugpferd für den deutschen Frauenfußball. Ja. Je weiter die kommen und je erfolgreicher die sind, desto erfolgreicher wird die ganze, das ganze Spiel Frauenfußball sozusagen in Deutschland, desto besseres Ansehen und Medienpräsenz bekommt dann automatisch auch die Liga und natürlich auch die Frauen während des Jahres, wenn vielleicht mal keine WM ist, weil dann irgendwie die Stadien besser gefüllt sind, weil mehr Fernsehsender und so weiter, Medien einfach sich auch um das Thema irgendwie bemühen, weil wenn die Deutschen irgendwie Rekord-Europameisterinnen sind, dann zieht es natürlich irgendwo besser, als wenn sie irgendwie immer im Viertelfinale ausscheiden. Und ich glaube, da muss Deutschland irgendwo auch das Ziel haben, wieder hinzukommen, damit sie einfach auch wieder mehr Zuschauer in die Stadien bekommen, dass die Liga wieder ein bisschen attraktiver wird, aber auch das, ich glaube, im Frauenfußball ist es auch immer so ein bisschen, ja, je mehr Gesichter du sozusagen hast, desto mehr Medien bekommst du automatisch. Da gab es nochmal die Generation 2011 zum Beispiel, wo da gab es eine Lira Bayramay und eine Celia Sasic und eine Birgit Prinz und so weiter. Das waren alles so Charaktere, die kannte jeder in Deutschland. Und mittlerweile ist es ein bisschen, da gibt es auch immer noch eine Alexandra Popp zum Beispiel, als, würde ich sagen, als eine der bekanntesten aktuellen Nationalspielerinnen, die auch viele kennen, oder eine Lina Magull. Aber dann wird es schon immer wieder schwieriger, so, ja, die nächsten, Julia Gwynn, die jetzt gerade extrem irgendwie, ja, in der Öffentlichkeit steht. Das sind aber so ein paar Gesichter, die brauchst du auch, um das ganze Ding so ein bisschen am Laufen zu halten und auch berühmter zu machen oder populärer zu machen und Medien eben anzuziehen. Ja. Also du siehst es, so habe ich das jetzt verstanden, bei der Männer-WM siehst du es als Fan irgendwie und bei der Frauen-WM oder EM von mir aus, da siehst du es tatsächlich so ein bisschen professionell, dass du irgendwie, dass du willst, dass die weit kommen, aber nicht aufgrund dessen, weil es emotional für dich, also auch emotional ist, aber nicht fanmäßig, sondern eher so geschäftsmäßig, dass der Frauenfußball einfach ein gutes Standing oder noch besseres Standing bekommt und Aufmerksamkeit, damit ihr da halt irgendwie weiter was reißen. Ja, genau. Weil es dann auch immer um nachhaltig geht. Dann versucht man immer so diese mediale Präsenz, die dann während Turnieren eben herrscht, dass man die so lang wie möglich natürlich auch in dem Turnier mitnimmt, weil das ja irgendwie auch eine Plattform, wo man sich dann zeigen kann und je länger Deutschland dann auch dabei ist, desto mehr Spiele werden automatisch im Fernsehen gezeigt, desto mehr Medien sind irgendwie noch bei der Sache und sobald eine WM oder ein großes Turnier dann immer vorbei ist, dann ist es immer schwierig, so diese Welle quasi mit in den Alltag zu nehmen und da glaube ich, ist es natürlich der Erfolg am Ende zieht dann natürlich mehr als ein Ausscheiden im Viertelfinale zum Beispiel. Und deswegen, ja, versuche ich da immer, bin ich da irgendwie mehr involviert drinnen und sehe das große Ganze und irgendwie auch, ja, ein bisschen das Professionelle im Hintergrund, ja. Ja, jetzt hast du es eben schon angesprochen, 2011 war das damals bei der WM. Da ging es so ein bisschen darum, das war ja auch die Heim-WM der Frauennationalmannschaft.
Da ging es so ein bisschen darum, Gesichter zu schaffen, Aufmerksamkeit irgendwie auf den Frauenfußball zu lenken. Und das habe ich vorhin ja auch schon im Teasing gesagt. Da hast du dich unter anderem und auch zwei, drei Mitspielerinnen, wart ihr alle im Playboy. Ja. Wie kam das oder wie kam die Idee, das mit dem Playboy zu machen? Weil viele Männer, viele Fußballfans den Playboy kaufen und dann wolltet ihr die rüberziehen oder wie war die Idee dahinter? Also es ist ja jetzt schon auch ein bisschen her, ich glaube jetzt schon Ja. fast 10 Jahre, genau. Ja, damals war eigentlich die Idee, wir waren alles irgendwie junge Mädels und irgendwie war das so, am Ende ging es schon natürlich irgendwie darum, Plattformen zu schaffen. Ich glaube, jetzt heute würde ich es nicht, also ich würde es natürlich nie wieder machen, aber ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal gemacht hätte, jetzt heute mit meiner ganzen Erfahrung und so weiter. Weil klar, am Ende war es dann schon so, in erster Linie willst du dich dann schon als Fußballerin irgendwie beweisen und den Leuten irgendwie dich von der sportlichen Seite zeigen. Und das war natürlich was komplett anderes, was natürlich eben immens viel Aufmerksamkeit einmalig irgendwie gebracht hat auch. Und das war schon natürlich irgendwie vor dem Hintergrund hat schon funktioniert, auf jeden Fall. Also da waren irgendwie die Zeitschrift, glaube ich, ging bis nach Brasilien, meistverkauftestes Heft und so weiter. Aber eben mal, einfach, weil es mal komplett andere Gesichter waren. Das haben sie auch schon andere Sportlerinnen sozusagen für dieses Heft ablichten lassen. Und mir war es damals wichtig, dass ich es auf keinen Fall alleine mache. Das hätte ich mich, glaube ich, auch nicht getraut. Das hätte ich auch nicht gewollt. Aber genau, wir waren am Ende zu fünft. Und ja, danach hieß es auch von vielen Seiten, das war noch bevor ich eben Länderspiele gemacht habe für die A-Nationalmannschaft. Das war es sozusagen auch für mich als Nationalspielerin mit der Karriere in der Nationalmannschaft, weil es natürlich, der DFB fand es natürlich jetzt auch nicht super prickelnd. Verstehe ich auch. Das hat natürlich auch sehr polarisiert. Und genau, also das war irgendwie dann auch eine persönliche Entscheidung, unabhängig von, da habe ich auch nie mit vielen Leuten gesprochen, das habe ich dann am Ende einfach gemacht. Und ja klar, haben viele Leute auch absolut davon abgeraten, aber in dem Moment war es irgendwie so, hey, das probiere ich jetzt einfach und schau, was passiert. Und natürlich muss man dann irgendwie auch damit leben und umgehen können. Ich habe da auch kein Problem jetzt, wenn ich darauf angesprochen werde, aber wie gesagt, nochmal würde ich es jetzt nicht machen, aber ich glaube schon, dass es ja extrem viel Aufmerksamkeit gebracht hat, welche auch immer, aber erstmal war es Presse. Genau, also das habe ich mir so, oder die Fragen habe ich mir gestellt, hat es denn die richtige Aufmerksamkeit gebracht? Weil ich habe so ganz oft das Gefühl, dann zum Beispiel jetzt heutzutage oder aktuell dann bei der letzten WM, als Julia Gwynne das Tor geschossen hat, dann wurde halt sehr schnell auf ihr Äußeres, Ja. wurde sie wieder auf das reduziert. Nicht, dass das Tor schön war oder dass das toll herausgespielt war oder was weiß ich, sondern die schöne Julia und dann. Genau. Das passiert irgendwie sehr, sehr schnell, nicht nur bei euch Fußballerinnen, auch bei Sportlerinnen generell oder generell bei Frauen auch in der Öffentlichkeit, dass da sehr schnell auf das Äußere Bezug genommen wird. Und ob man da irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, das möglicherweise dann auch in eine falsche Richtung gelenkt hat. Also da, ihr habt zwar Aufmerksamkeit gebracht, aber ja irgendwie dann nicht mit eurer sportlichen Leistung oder so, ne? Richtig, genau, das meine ich ja eben, dass es ganz viele Leute auch bestimmt, ja genau, dass ganz viele Leute auch bestimmt nicht so gut irgendwie im Nachhinein fanden. Also es, um es mal ganz einfach zu formulieren. Aber ich höre dich, hörst du mich? Ich höre dich wieder. Ja, es Okay, war ein perfekt. bisschen gefunkelt bei dir, aber ich glaube, jetzt Genau. sind wir wieder. Okay. Genau, also das meinte ich eben, dass es eben sehr polarisiert hat und viele Leute eben gerade diese, sagen wir mal, gerade auch Spielerinnen und Vorreiterinnen, die eben lange Zeit auch darum gekämpft haben, dass man sie ernst nimmt und wahrnimmt als Fußballerinnen, die haben vielleicht so ein bisschen so, die fanden es vielleicht nicht so super, weil das eben komplett in die andere Richtung gegangen ist dann eigentlich. Aber ich glaube schon, dass es am Ende ist es halt schwierig, diesen Sport komplett wegzunehmen von allen Äußerlichkeiten. Also ich glaube, da ist jeder Frauensport davon betroffen und selbst die Männer. Also wenn man irgendwie sagt, keine Ahnung, David Beckham, der vielleicht nochmal in einer anderen Liga gespielt hat als jetzt heutzutage in Messi oder Ronaldo, die wirklich auch komplett über ihre fußballerischen Fähigkeiten gegangen sind, aber wahrscheinlich der berühmteste Fußballer auf Erden ist, weil er einfach eben zu diesem fußballerischen Talent noch eine gewisse Portion, sagen wir mal, Aussehen. Persönlichkeit und Aussehen bringt, genau. Und ich glaube, so wird es auch von dem Gedanken, dass man eben nur über Leistung und nur über den Fußball und nur über Sportliche kommt, davon, glaube ich, muss man sich ein bisschen trennen, weil so funktioniert, glaube ich, unsere Gesellschaft einfach nicht. Deswegen, glaub, in 15 Jahren immer noch so sein wird, dass eine Julia Quinn am Ende heraussticht, wenn sie eben beides zusammen schafft, auf den Platz zu bringen. Wenn sie irgendwie das Fußballerische einerseits, was zweifelsohne absolut vorhanden ist, weil sie eine großartige Spielerin ist,
aber gleichzeitig auch einfach noch gut ausschaut und sich irgendwie gut präsentiert, sage ich jetzt einfach mal. Oder ein gewisser Typ ist, da gab es ja auch eine Nadine Angerer zum Beispiel, die jetzt halt nicht so über diese Beauty-Schiene kommt oder kam, sondern die einfach irgendwie ein geiler Typ ist, den man irgendwo, der Leute irgendwie, ja, fesselt und inspiriert. Und ich glaube, über diesen Weg, den darf man nicht vergessen, ja, dass es halt das halt auch irgendwie zieht, dass Leute irgendwie auch deshalb einen Sport gut finden oder eine Mannschaft gut finden, weil besondere Persönlichkeiten in der Mannschaft spielen, ob die jetzt besonders hübsch sind oder besonders witzig, eine Caro Simon, die einfach sau witzig ist und die jeder kennt irgendwie durch ihren Humor, oder eine Nadine Angerer, die völlig verrückt ist, einfach durch ihren Style und durch ihre Art und Weise und da auch irgendwie Leute anzieht. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Wege. Ich glaube, es gibt nicht diesen einen Weg, hey, wir wollen nur noch glänzen und Stadien füllen, weil wir so einen super Fußball spielen, sondern ich glaube, es wird immer auch ein paar Leute zum Spiel bringen und im Spiel halten, weil sie einfach sagen, hey, ich bin einfach Fan von der Julia Gwynn und deswegen feuere ich die deutsche Nationalmannschaft an zum Beispiel. Genau. Gucke ich mir die Spiele an und feuere ja, die Mannschaft an. Ja. Genau. Ich habe noch in einem anderen Interview gelesen, du hast ja beim FC Bayern sozusagen deine Profikarriere gestartet, warst da auch im Jugendinternat und da hast du mit Mats Hummels und Thomas Müller zusammen immer die Hausaufgabenbetreuung gemacht. Erzähl uns doch mal, wo brauchten die beiden denn Nachhilfe? Ich glaube tatsächlich, die zwei haben weniger Nachhilfe gebraucht als viele andere. Also ich muss da immer, ich hoffe, es nimmt mir nicht übel, aber ich war auch dann mit dem Holger Badstuber in der Klasse und ich glaube, wir zwei haben ein bisschen mehr Nachhilfe gebraucht als der Mats und der Thomas Müller zum Beispiel. Aber nein, also ich war da tatsächlich gar nicht im Internat. Ich war da, das war zwar im Internat vom FC Bayern, aber ich war da sozusagen einfach nur, weil ich altersmäßig da eben gut reingepasst habe und weiter durfte diese Hausaufgabenbetreuung eben mit benutzen oder mitnutzen. Und es war, es fängt an zu regnen. Ich ziehe mal ganz kurz um, ja. Ich hoffe, das ist okay. Oh, okay. Ja. Ich sitze hier ein bisschen draußen. Warte mal. Jawohl, gerettet. Genau. Und das war eigentlich schon eine coole Sache, einfach weil der FC Bayern da natürlich irgendwie Nachhilfe hätte ich wahrscheinlich am Ende eh dann irgendwie gebraucht und da konnte ich sie sozusagen umsonst mit den anderen Jungs irgendwie nutzen und da waren eben Lehrer vom FC Bayern gestellt und die haben einem dann so, sozusagen bei den Hausaufgaben geholfen, auch mal ein bisschen mehr gemacht als nur helfen, aber das war immer eine ganz coole, ja, einfach Option, dass man da irgendwie nach der Schule hingehen konnte und mit den anderen Jungs ein bisschen quatschen konnte, aber gleichzeitig ein bisschen was für die Schule gemacht hat. Das war natürlich bei dem einen oder anderen nicht so effektiv. Und der eine oder andere hat es vielleicht ein bisschen ernster genommen, aber wie gesagt, der, glaube ich, Mats hat es jetzt tatsächlich nicht so nötig gehabt, wie vielleicht ein, zwei andere. Also ich kann mir vorstellen, so wie der Thomas Müller rüberkommt, dass der das vielleicht auch nicht immer ganz so ernst genommen hat und da aber auch immer ein bisschen gut drauf war, oder? Und die genau, also es war auf jeden Fall immer spaßig. Ja, ja, genau. Also ich glaube, die Lehrer hatten es auch nicht immer leicht dort, also das... ja, wir hatten auch beim DFB, wenn wir auf irgendwelchen Jugendmaßnahmen dann oder so waren, da waren dann auch immer Lehrer dabei und da sollte dann die ganze Mannschaft eben zusammen in einem Raum Hausaufgaben machen. Da kann man sich ja vorstellen, irgendwie wenn man 15, 16, 17 ist, dass das halt nicht so super funktioniert. Aber die Idee an sich und ab und zu eben wurde es dann eben schon auch wirklich ernst genommen und hat dann wirklich auch seine Berechtigung und ich habe da ganz viel Hilfe bekommen, nötig, die auch nötig war, genau. Ah, okay, aber hat ja alles gut funktioniert anscheinend. Ja, mein Abi geschafft mit Ach und Krach. Ja, siehst du, aber der Mats, da hast du dem Mats was voraus, weil der hat das ja nicht. Das hat er ja hat aber er auch aus bestimmten Gründen. Ich glaube, der Mats, er hat ja auch einen kleinen Bruder, der hat es ja dann doch durchgezogen, aber der Mats hat es dann, glaube ich, eben auch schon mit einem gewissen Hintergrund dann auch nicht gemacht, weil er halt wusste, die Profikarte kann er voll ausspielen und er wird es sicher schaffen. Klar kann man dann immer sagen, ja, ein Abi hast du für dein Leben lang und da geht man einmal, sagen wir mal, durch eine ja, Leidensphase mit Abi und Fußball, aber wenn du halt irgendwie die Aussicht hast, als Vollprofi irgendwie im letzten Jahr schon zu trainieren und ja, natürlich finanziell irgendwie dich auch abzusichern, dann gibt es natürlich, kann man es natürlich irgendwo auch verstehen. Ja, auf jeden Fall, klar. Lass uns noch einmal kurz über deine Wohnsituation in London sprechen. Ja. Ich habe nämlich gehört, du wohnst da mit zwei Mitspielerinnen zusammen, einmal mit der Aline Lehmann, glaube ich, und noch einer Spielerin von Chelsea. Genau, genau, mit der Ramona, ja. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe irgendwie gesehen, dass du von den beiden als die Köchin. ja. Was kochst du
die beiden. Ja, von morgens bis abends, ständig stehen in der Küche, hey. Nein, Schwan. Also genau die Situation, es kam so zustande, dass die Ramona spielt bei Chelsea, aber mit der habe ich zuvor in Wolfsburg auch schon zusammengespielt. Und wir waren auch wirklich dicke Freunde, auch immer Zimmerpartner und so weiter. Und dann ist sie eben, die sind ja auch zusammen, also ist ja auch kein Geheimnis. Alicia und Ramona sind dann sozusagen Pärchen. Und dann haben sie, mit Alicia spiele ich eben seitdem dann auch bei West Ham zusammen. Wir kannten uns davor noch gar nicht. Und dann haben wir eben letzte Saison, also nachdem wir schon ein Jahr zusammen gespielt hatten, dazu entschieden, wir ziehen jetzt alle zusammen, mieten uns ein nettes Häuschen irgendwo am Rande von London und wohnen sozusagen in der Mitte zwischen. Wie das fünfte Rad am Wagen dann. Genau, Third Wheeling betreibe ich eigentlich, ja. Deswegen muss ich mein Dasein ein bisschen rechtfertigen, indem ich die zweimal bekomme. Nein, aber es klappt wirklich gut. Also, wir haben alle unsere Privatsphäre. Das ist ja immer irgendwie das Wichtigste. Also, deswegen war es auch wichtig, dass wir genug Platz haben und wir haben so ein Haus, was groß genug ist für drei Leute auf jeden Fall oder für ein Pärchen und eine weitere Person. Und das funktioniert ganz gut. Und wenn es da irgendwie mal biegt, dann ziehe ich mich zurück und ich bin auch dann neutral. Ich mische mich da auch nicht ein. Aber genau, Essen tun wir immer zusammen. Das ist die Hausregel. Abends gegessen wird zusammen. Was kochst du jetzt? Unterschiedlich. Also wenn wir zum Beispiel ein Spiel haben, dann gibt es irgendwie meistens Pasta. Also dann macht man irgendwelche Nudelgerichte. Also typisch so Nudelparty, halt dann irgendwie Kohlenhydrate. Aber auch viel asiatisch oder also ja, alles Mögliche. Gesund natürlich auch. Irgendwie Süßkartoffeln sind meistens irgendwie noch dabei und Gemüse viel, aber. Ja, wir haben direkt gegenüber haben wir auch irgendwie so einen kleinen Laden, da rennen wir dann eigentlich auch immer rein, wenn wir zu gesund gegessen haben und holen uns allen Süßkram, den es da gibt. Okay, dann habe ich auch gehört, dass sie die Alicia, weil ja nur das unbedingt immer eine Geburtstag hatte und Ja. euch da irgendwie hat die ganze Zeit. Ich habe gesehen, sie hatte im Januar Geburtstag. Jetzt ist die Frage, gab es die überhaupt und war sie denn auch noch Ja. überrascht? Ah, genau, es gab ihre eigene Überraschungsparty, die sie selbst organisiert hat. Von Aber daher war es nicht wirklich überraschend. die hat die Ja, selber sicher. organisiert. Ja, die hat sozusagen die Leute zu ihrer Überraschungsparty eingeladen auch. Also das gab es dann auch offizielle Einladungen, Motto, es gab alles. Nein, am Ende war es natürlich keine Überraschungsparty mehr, aber das ganze Jahr vorher hat sie jeden Tag wirklich gesagt, sie möchte eine Überraschungsparty haben. Aber die Party an sich war gut. Also muss man sagen, da waren dann Spielerinnen von Chelsea, Arsenal, von uns eben komplette Mannschaft da und ja, ein paar Leute von außerhalb auch noch. Also das Haus sah am Ende aus, aber wir haben es wieder sauber bekommen. Aber es war auf jeden Fall gelungen und ich glaube, ja, die Überraschung ist ihr gelungen. Sie halt mehr euch über das Ja. organisiert hat. Auch okay. Also es war ja, das Ziel war ja, sie irgendwie glücklich zu machen. Und es war am Ende der Fall, deswegen waren wir alle glücklich. Jetzt kann ich gerade nichts mehr hören. Warte mal. Ich höre leider nichts mehr. Ich bin taub. No, ich kann nichts hören. Okay, ja. Ich höre weiterhin nichts. Ist das normal? Ich höre nur Julia. Ich kann dich nicht hören. Weiß ich jetzt auch nicht.
So, jetzt sind wir nochmal da. Hoffentlich die Julia auch gleich nochmal, dass wir wenigstens unser Gespräch richtig schön beenden können. So, ich bin da. Ihr seid auch alle wieder da. Das ist gut. Und da ist die Julia auch. Jetzt können wir einmal machen und dann unser Gespräch ganz schön beenden. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, ich Und höre dich wieder. Perfekt. jetzt höre ich dich auch wieder. Sehr Okay, schön. Sorry. irgendwas muss. So, aber ist ja nicht so, als würden wir das nicht lösen können, dieses Problem. Wir wollen einmal wenigstens ordentlich unser Gespräch beenden, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, genau. Meine mehr oder weniger letzte Frage, bevor wir dann in die Schnellfragerunde gehen und dann unser Gespräch beenden, ist, ich habe gesehen, du wurdest gefragt, mit wem du gerne Karaoke singen würdest einmal und da hast du Adele gesagt, Ah. dass sie ja so schön singt und eine tolle Stimme hat und du glaubst, dass ihr toll zusammen matchen würdet, weil du eine tolle Stimme hast. Ja, nein, Adele ist grandios. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht singen. Das darfst du gerne, wenn du möchtest, um uns das zu zeigen. Möchtest du nicht? Ich höre nichts. Auch wenn ist die Verbindung wieder ganz schlecht, ne? Aber dann sag uns wenigstens, welches Lied würdest du mit Adele singen? Klassisch, Hello. Nein, also wir singen echt immer, Hello läuft irgendwie auch immer bei uns zu Hause viel mit der Alicia eben auch. Und wir denken immer alle, wir können es so gut nachsingen, aber es funktioniert eigentlich nicht wirklich. Aber ja, ich mag schon gern das Lied. Also alles von Adele eigentlich. Wir sind, Ja, ja, klingt ja auch Adele. so. Also da hast du Ja. schon auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in unsere Schnellfragerunde. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist entweder oder. Also gebe dir Okay. jetzt Möglichkeiten. Du musst dich entscheiden für eine. Oder ich stelle dir eine Frage und du musst das antworten, was dir als erstes in den Sinn Okay. Okay, ich gebe mein Bestes, ja. kommt. Okay, puh. Also, erste Frage. Premier League für die Damen in den USA, sag ich schon, in UK, also in England oder Bundesliga? Aktuell würde ich sagen, WSL heißt die nämlich, also WSL, ja, englische Frauenliga sozusagen, ja. Englische Frauenliga, okay. Dein schönstes Fußballerlebnis? Mein Comeback-Spiel bei West Ham vor im Dezember letzten Jahres. Playboy-Titel oder Meistertitel? Meistertitel, einfach. Du kennst beide Hummels-Brüder, Mats oder Jonas Hummels? Oh. Jonas kenne ich besser, deswegen sage ich Jonas. Okay. Bester Podcast. Du warst ja bei den beiden im Podcast, aber du warst auch in vielen anderen. Bester Podcast von. Ich fand den Podcast mit Mats und Jonas schon echt cool, einfach eben, weil es nicht nur um generell nicht nur um Fußball geht, sondern einfach viele andere Sachen besprochen werden. Da gibt es ja auch immer die Rubrik Edgy Sports, also Randsportarten. Ich glaube, das ist ganz cool, weil viele Leute eben schon aus dem Fußball dazuhören und dann eben so ein paar neue Eindrücke bekommen. Deswegen Top-Podcast. Alleine schwer. Jetzt so auch oder nur, weil du da jetzt zu Gast warst? nee, ich höre auch zu. Also ich habe mir auch schon ein paar Folgen angeschaut, aber sonst höre ich auch ein paar andere Podcasts. Ja. Also ich höre auch gern einfach echt so Wissenspodcasts. Also jetzt habe ich zuletzt irgendwie einen Podcast über Impfungen angehört. Und das ist schon spannend einfach. Ich finde das immer cool, wenn man. Ich finde es immer schwer zu lesen, einfach wenn man sich wirklich hinsetzt und wirklich lesen muss. Und deswegen haue ich mir eher die Kopfhörer ins Ohr und höre irgendwelche Podcasts zu oder die an oder im Auto oder wie auch immer. Deswegen Podcasts sind schon top, top. Okay. Bei Gemischtes Hack bei dem Podcast war der Mats zu Gast und da wurde gefragt nach dem Fehlkauf. Also, das fand ich ganz spannend. Deswegen, was ist dein Fehlkauf? Der Fehlkauf von Mats war, ich glaube, irgendeine Shampoos-Magnum-Flasche. Was war mein größter Fehlkauf? Ich weiß nicht, ob es ein Fehlkauf war, aber ich habe mir tatsächlich vor kurzem einen Laptop gekauft und der wurde wirklich 2 Wochen später geklaut. Deswegen würde ich Ja, jetzt gut. einfach sagen, mein Laptop. Also wirklich ausgeraubt worden. Deswegen, ja, dieser Laptop war absolut der Fehlkauf, weil es einfach viel zu teuer war für seine Lebensdauer, zumindest bei mir. Also viel Spaß demjenigen, der meinen Laptop hat. Glaube, der Dieb findet nicht, dass es ein Fehlkauf war. Der hat Ja, nämlich. genau. Deswegen viel Spaß. Dein Guilty Pleasure.
Zählt zu sowas auch Schokolade essen und so weiter, oder? Das finde ich jetzt ein bisschen. Also wenn ich jetzt jeden Tag 5 Tafeln isst, sage ich okay, aber. Dann würde ich sagen, ja, es ist schon irgendwie Instagram und so weiter. Also so, da finde ich schon, irgendwie kann man seine Zeit manchmal irgendwie besser verwenden, einfach als ständig irgendwie. Ich erwische mich so oft selber dabei, wie ich mich verliere in Instagram oder einfach am Handy und mir graust vor diesen wöchentlichen Bildschirmdaueranzeigen, wie viel man das Handy eben benutzt. Und Ja. dann immer wirklich von seit der Corona-Zeit steigt es wöchentlich um 10% und 10% und 13% mehr als letzte Woche. Und eigentlich hat man es ständig in der Hand. Und deswegen, zum Beispiel im Bioladen, lege ich einfach 6 bis 8 Stunden komplett weg. Und da bin ich nicht erreichbar. Und das ist eigentlich ganz eine Therapie. Okay, ich sag dir mein Guilty Pleasure, und zwar Trash-TV-Formate, die Okay. ich sehr gerne mal gucke. Und deswegen die nächste Frage, die frage ich sehr gerne. Und zwar, wenn du müsstest, Karriereende beim Fußball ist ja nah, zu welchem Trash-TV-Format würdest du gehen, wenn du müsstest? Also, Was wo würdest sind denn so Trash-TV-Formate? Was zählt denn da so alles dazu? Ja, naja, Dschungelcamp natürlich, Bachelor, Okay. all diese ganzen, wo die ganzen Promis hingehen und dann irgendwas Okay. irgendwo rumsitzen. Schwierig. Also wenn ich mir das jetzt alles mal so durch den Kopf gehen. Was ich sau gerne machen würde, wäre dieses Ninja Warriors. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wo Ja, man das zählt nicht, gell? Ich weiß, das ist so über dem Niveau wahrscheinlich, gell? da was, also was Also, Sinnvolles ja. kennst. Dann, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel zwischen Dschungelcamp und Big Brother, for example, entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, auch eher ins Dschungelcamp gehen. Weil das Wetter dann so schön ist, oder? Genau, weil das Wetter besser ist. Auch wenn ich vor allem Angst habe, was da krabbelt und rumfliegt und essen müsste, aber dann würde ich wahrscheinlich eher noch ins Dschungelcamp gehen. Okay, gut. Dann letzte Frage. Beste Fußballerin oder bester Fußballer, den oder die du je hast spielen sehen? Zidane. Also für mich ist wirklich Zidane ein anderes Level von allen Fußballern. Klar, Messi auch und so weiter, aber Zidane war irgendwie so mein Jugendidol, deswegen gehe ich immer mit Zidane. Ich habe die Ehre mal gehabt, mit Figo und so weiter zusammen spielen zu dürfen. Das war mal bei so einem FIFA-Event und da war ich irgendwie mit Luis Figo in der Mannschaft und mit Deco und mit Clarence Seedorf und so weiter. Und das war, also da könnte ich alle aufzählen an dem Tag. Das war, da stand ich wirklich baff teilweise daneben und eigentlich meinen ganzen Jugendidolen, mit denen ich in der Mannschaft dann auf einmal spielen durfte. Das war so, ja, davon träumt sozusagen jeder kleine Junge. Und ich war damals irgendwie halt auch so. Deswegen war das irgendwie so mein Traumerlebnis. Okay, ja, das war's. Das waren Cool. die schnellen Fragen. Und damit war das auch schon unser kleines Box-to-Box-Interview. Okay, ich hoffe, ich habe mich gut geschlagen. Ich war super. Du hast Vielen super geredet, du hast uns Dank. ganz Sachen erzählt. Du hast leider nicht gesungen. Das hätte ich mir jetzt Ja. auch gewünscht. Hello. Ah, das passt jetzt auch gar nicht mehr. Ist ja jetzt auch das Ende. Stimmt. Ah, hätte ich dich gleich als allererstes Warte. gefragt. Ja, genau, als Intro. Okay, dann ich wünsche dir alles Gute, Vielen dass Dank. du dein Abschlussspiel bekommst, wie du es dir wünschst und ein gutes Karriereende dann hast oder noch mal 1, 2 Jahre ranhängst mit der Karriere. Ja, mal schauen. Und Danke, sonst, dass ich da sein durfte. ja klar, und dann, genau, bleib gesund, alles Gute und bis bald. Tschüss, vielen Dank. Ciao, ciao, schönen Sonntag.